Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Tests auf das Coronavirus spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des Infektionsgeschehens. Und sie sind wesentliche Voraussetzungen für weitere Lockerungen Corona-bedingter Einschränkungen. Diese Woche haben wir beschlossen, dass Gäste in Theater, Kino oder Konzertsaal ab sofort wieder ohne Masken Platz nehmen dürfen. Ein kleiner Erfolg im Kampf um mehr Normalität im Alltag. Um das möglich zu machen, hatten wir Freien Wähler bereits vor Wochen eine deutliche Ausweitung der Testkapazitäten in Bayern gefordert. Erfreulicherweise ist Ministerpräsident Markus Söder unserer Einschätzung gefolgt und mit der Corona-Testoffensive kommt uns auch das Gesundheitsministerium entgegen. Ab heute gilt, jeder, der einen Test benötigt, wird ihn gratis bekommen. Auch dann, wenn seine Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen würde. Dafür erhöhen wir die Kapazitäten von derzeit 20.000 auf täglich 30.000 Tests. Denn gerade wer unsicher ist oder Verwandtschaftsbesuche plant und eine Ansteckung ausschließen möchte, kann sich nun auf Corona testen lassen. Dafür stellen wir rund 200 Millionen Euro bereit. Ja, das ist viel Geld. Geld, das der Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger dient und deshalb gut angelegt ist. Eine Bitte dazu. Lasst den Test möglichst nur bei begründetem Verdacht auf eine Infektion durchführen. So helft ihr, Laborkapazitäten nicht zu überlasten, denn zuallererst sollen Angehörige von Erkrankten, medizinisches Personal, Erzieher und Lehrkräfte getestet werden. Also alle, die ein ohnehin erhöhtes Infektionsrisiko haben. Denn so sehr wir uns eine flächendeckende Testung wünschen, das ist derzeit technisch nicht möglich. Die Testoffensive der Bayern-Koalition ist daher als großzügiges Angebot des Freistaates zu verstehen, das nicht einfach nur mal so in Anspruch genommen werden soll. Danke für euer Verständnis. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.